Guten Morgen miteinander. Ich bin Hanna von Hannas Idee und schön, bist du wieder dabei beim Zuhören von meinem Geschnatter. Es ist noch morgen früh und wir sitzen noch immer anders wie sonst. Und meine Stimme ist vielleicht auch noch nie so auf der Höhe, weil es ist so, es hat noch niemand geschwätzt mit mir. Und darum ist sie vielleicht noch ein bisschen nini. Ja, es ist ja so, heute muss ich zuerst noch arbeiten, bevor ich meinem Hobby weiter frönen kann. Und ich habe gedacht, weil das mit dem Gümperli ja noch nicht so gut geht, ich nehme euch mit. Ich gehe nach dem Arbeiten noch einmal hin, das erzähle ich jetzt noch nicht. Es soll ein bisschen eine Überraschung sein. Und ich hoffe, ich darf dort filmen. Und ja, das soll dann eine Überraschung sein und darum tue ich noch nicht so viel schwätzen. Was ich noch sagen muss, es ist eine Durchsendung, weil ich ja Strick und Stricknadeln drin habe und. Und alles so ein bisschen eben unter Werbung könnte laufen. Und darum ist es eine Dauerwerbung. Dann wollte ich noch ganz herzlich Dankeschön sagen. Es hat mich auch gefreut. Neue Abonnenten. Und das Feedback ist gut. Mit meinem Schweizerdeutsch findet alle Anklang, so wie es aussieht. Auch wenn ganz viele geschrieben haben, ich soll es doch einfach auf Hochdeutsch erzählen. Aber es ist ja bewusst ein Schweizerdeutscher Podcast. Ja, das hat mich sehr gefreut und ist eine mega Überraschung, ich habe gar nicht so richtig damit gerechnet. Und ja, selbstverständlich mache ich weiter, wie ihr seht. Ja, sobald die Sonne wieder richtig scheint und mein Gümperli mit seinen Sommerpnölen darf auf die Strasse, wird es auch wieder vermehrt aus dem Gümperli gefilmt. Und ja, mit meinen Sachen. Ja, jetzt ist es halt eben einmal da. Aber jetzt ist Feuer oben, weil jetzt muss ich arbeiten, sonst komme ich dort spät. Das wollen wir nicht unbedingt. Die Leute warten auf mich und ja, dann sehen wir uns später. Ciao zusammen. Da bin ich wieder. Fertig mit Schäffeln. Und ja, ich bin schon auf dem Weg gsi, noch immer ane. Und es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ich bin in dem Chaos umeinander gefahren und noch immer hin, wo ich nicht gewusst habe, wo dure. Und es hat nicht funktioniert. Dann bin ich vor dran gestanden und nein, filmen wollte ich das auch nicht. Und das andere war, ich habe heute Morgen noch den Rest der Strickeria geschaut. Und was macht sie? Sie macht den Karl Tink Pink. Und ich habe so gedacht, ja, Tink Pink, das ist jetzt nichts für mich. Und kommt mir in den Sinn, dass ich jetzt etwas am Stricken bin, der Pulli, den ich von oben runter stricke. Und der ist weder grau, noch blau, der geht eben ins Lila rein, ein bisschen. Und dann denk, ah, von dem habe ich ja noch Wolle. Gehen wir und kaufen noch etwas Pink zusammen. Jetzt habe ich pinkiges Garn, habe ich daheim gehabt, aber wie immer, ein bisschen wenig. Und ja, so ist das gekommen. Jetzt ist der Wollenladen natürlich nicht gesehen. Und ich bin weitergefahren und ich bin in die Langarm gefahren, auf Reiten. Und da dachte, ja, dort kann ich sicher filmen, dort darf ich nicht filmen. Aber, ja, wie es so ist, ich habe einen ganzen Haufen Wolle gepostet. Diesmal habe ich einmal gepostet und weil ich mich nicht können entscheiden konnte. Also, das eine wäre, ist das, Tink Pink, hä? Das hat alles drin, aber es ist nicht für das, was ich gedacht habe. Aber es ist eine coole Farbe, da habe ich zwei borstet. Dann habe ich nicht pink, sondern so einen Pöppel gekauft. Das ist 100 Gramm und das ist ganz eine feine Baule. Und ja, irgendetwas. Mir gefällt eben die Farbe im Moment. Also, das ist ein Verlaufsgarn.
Und heisst Ayumi. Keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, wie es ist. Es ist einfach sehr flauschig. Habe ich zwei Knäuel gepostet. Dann habe ich eins im Baulen. Und das könnte eigentlich dort rein, wo ich gedacht habe. Das hat, ich weiß nicht, wie das heisst, keine Banderole, aber ist auch so dünn halt. Und ich habe ja nicht so gerne dick, weil ich viel zu schnell viel zu warm habe. Und es würde ein bisschen zu mir passen, weil es hat auch hier, es hat noch Bordeaux-Rot und Orange drin, nicht nur Pink. Und was sicher drin kommt, ist natürlich ein Verlaufsgarn in dem. Ist auch so ein dünnes. Und ja, von dem her gesehen ist es ja gut, bin ich noch in den Langgarn, weil im anderen Wollenladen hat es nichts gehabt, was mir gefallen hat. Also, und jetzt wollt ihr natürlich wissen, ich bin ja schon weit, habe darum schon angefangen. Es gibt ein Dreieck durch und ich bin schon, also ein Halbrund, so ein Halbmond durch. Und da hat es eben schon drin und das muss halt zusammenpassen. Und mir gefällt es. Wenn es dann fertig ist, ist es sicher schön. Also ich muss es ja dann anlegen. Und darum kann ich es nicht nur pink machen, weil sonst würde ich es nicht anlegen. Oder? Und alles schön in meiner Projekttasche, wo ich hier schön angeschrieben habe, was es gibt. Und ja, die liebe Alicia hat mir jetzt schon ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So ein bisschen mit dem ganzen Pink Pink. Oder? Weil ich finde, es ist ein schönes Thema. Zu der Zeit, die wir haben. Und Lila Pink heisst vorwärts gehen, aufmachen. Ist eine fröhliche Farbe halt auch. Und darum habe ich gefunden, ich mache hier gleich mit. Und da ich ja schon angefangen habe, bin ich schon ziemlich weit. Also habe ich jetzt vier Projekttaschen, vier offene Projekte, was ich noch nie hatte. Bis jetzt habe ich immer die Projekte so mehr oder weniger einzig gestrickt. Jetzt habe ich vier Projekte. Ich komme ein bisschen ins Schludern. Weil ich habe ja auch noch den Wettbewerb gemacht. Und ganz herzlichen Dank, ich bin am Zettel schreiben wie blöd. Und habe wirklich eine Freude, dass ich so auf grosse Resonanz stoße. Und darum muss ich meine Arbeit ein bisschen einteilen. He? Neben der anderen Arbeit. Aber es ist total cool. Also ich habe so den Plausch dran. Und darum bin ich froh, habe ich jetzt das gemacht. Und den Karl mache ich mit. Ich tue das auch fotografieren und dokumentieren. Und an dieser Stelle, macht doch auch mit. Denkt pink und dient irgendetwas pinkig stricken. Ist egal was. Können auch Socken sein. Bedingung ist einfach die, die müssen es anlegen und die wollen vor die Kamera stehen damit. Also irgendwie, wenn ihr Socken habt, dann strecken halt die Füße in die Kamera. Ich mache so ein Halbmond rund durch und ich stand selbstverständlich vor der Kamera, was mir ja auch Spass macht. Also bis dann. Also, ja, die haben glaube ich bis im Mai Zeit, so viel ich weiß. Also ich schreibe es noch unten dran, sonst. Also, und du verlinke mit der Alicia Strickeria. Die ist wirklich cool. Also, ja, also soweit zu dem und jetzt fahre ich langsam heim und wir sehen uns später. Ciao zusammen. Ungefähr der 10. Aufnahme. Ungefähr. Weil ich mich nicht gerne verschwätzen vor der Kamera, sonst muss ich so viel schneiden. Und ja, also ich bin zurück, ich bin frisch tüschelt und ich wollte euch nur sagen, am 28.02. ist die Verlosung. Ihr könnt so lange noch Löschen eingeben, ich schreibe es noch auf und dann filme ich das und ihr werdet das sehen, dass ihr seht, dass auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, und dann wünsche ich euch auf diesem Weg ganz viel Spass, sind kreativ, denn ihr wisst, was Spass macht, was euch gefällt und was euch gut tut.
Also, bis gleich. Eure Hanna von Hannas Idee. Tschüss zusammen.